Hi Leute, willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und ja, danke fürs Reinschalten. Was habe ich heute? Ich habe ein Sample und zwar nochmal ein Sample von Rainer Nickel. Ich habe jetzt gerade keine passende Flasche da. Ich könnte eine von der Brennerei hinstellen, aber ich dachte, ich lasse es. Ich blende euch am Ende ein Foto ein von einem Single Cask allerdings, der so ähnlich aussieht. Was haben wir heute Schönes? Wir haben einen Kilchhoven. Das ist der erste Kilchhoven, den ich hier auf dem Kanal bespreche, obwohl ich die Destillerie durchaus mag. Ganz einfach, weil auch die Standards relativ gut abgedeckt sind bei anderen YouTubern und ich brauche mich nicht wiederholen, sage ich mal. Das mache ich nur, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine komplett andere Meinung und das ist eine Flasche, die neu draußen ist und ich bin einer von den Ersten, der ein Video macht. Was haben wir hier Schönes? Wir haben einen Kilchhoven aus einem Rotweinfass. Ein Vintage 2012, 7000 Flaschen gab es davon und ja, 2017 abgefüllt. Ist inzwischen in den meisten Shops aus, hat so um die 120 Euro rumgekostet und ja, 50% Alkohol und natürliche Farbe. Ist also kein Single Cask, ist ein Small Batch. Ich finde, das sieht hübsch aus. Ja, Kirchhoven selber ist ja, wie ihr sicher alle wisst, relativ jung, 2005 gegründet und liegt an der Westküste von Eila und dann nicht mal direkt am Wasser, sondern ein Stückchen rein. Macht aber nichts, den maritimen Touch, den kriegen sie trotzdem hin. Da ist die Insel gut genug. Aber gehen wir mal zu diesem, ja, Small Batch Release, sag ich mal. Da ist er, der typische Kirchhovenrauch. Dieses verbrannte, schmorende Stroh. Und zwar der Rauch, wie er ist bei den 100% Eiler-Abfüllungen. Dieser etwas zurückgenommenere, etwas, ja, mehr nach verbranntem Stoppelfeld riechende Rauch, wie jetzt der von den Standardabfüllungen vom Machiavelli oder Sanek oder so. Der Loch Gorm hat da jetzt auch ein bisschen eher diesen Touch drin. Ich weiß ja nicht, in welcher Abfüllung wie viel eigene Gerste steckt, weil sie machen ja einen Teil selber, aber es reicht nicht, um die komplette Produktpalette abzudecken. Von dem her sind immer ein paar mit zugekauftem Malz und ein paar Abfüllungen sind mit eigenem. Und das hier, das riecht relativ stark eben wie die 100% Eiler-Abfüllung. Also ich denke, da dürfte ein großer Anteil eigenes drin sein. Ich weiß es natürlich nicht. Wird auch nicht angegeben, so viel ich weiß. Hinter dem Rauch habe ich eine fruchtig spritzige Weinnote. Nicht zu dominant, geht jetzt für mich Richtung Himbeeren vielleicht. Ein bisschen reife Erdbeeren. Die Richtung. Es ist eine leichte Säure mit drin, aber es ist auch eine fruchtige Süße mit dabei. Wenn ich jetzt länger rieche, kommt hinten dran sowas minimal mentholig kräutriges hoch. Das kommt aber erst, wenn halt was länger steht. Das ist das Schöne auch bei diesen Abfüllungen, der Rauch macht nicht alles platt. Da kommt wirklich noch viel vom Fruchtcharakter, von der Destillerie her und auch von der Nachreifung im Endeffekt hier durch. Wobei es ist keine Nachreifung, so viel ich weiß, er ist die vollen 5 Jahre in diesem Rotweinfass gelegen. Gehe ich zumindest davon aus, wie gesagt, ich habe die Originalflasche nicht. Ich habe geguckt, sie wird aber inzwischen für um die 150 verkauft und das war mir dann doch ein bisschen zu happig. Aber zumindest aus derselben Serie, der Port, war eine Vollreifung. Ja, sehr, sehr schöne Nase. Der Rauch ist einfach, er geht dann ein klein bisschen noch mehr in den Hintergrund. Hat dann so was Staubiges, so ein wie heißes Gras ein bisschen. Also nicht brennendes, sondern trockenes, heißes Gras gemähtes. Auf euch. Wie ihr seht, ich habe auch dieses Sample vorher schon probiert. Ich weiß jetzt, was mich erwartet, aber ich muss da einfach ein Video dazu machen.
Ich habe nachher ein kleines Grillen vor und der Rest von diesem Sample wird wahrscheinlich so nach dem schönen Grillen beim draußen gucken vernichtet. Da muss ich vorher unbedingt noch ein Video dazu machen. Immer wieder faszinierend, wie reif ein 5 Jahre alter Kirchhoben schmecken kann. Da ist keine Schärfe drin, da ist keine Jugend drin. Ja, komm, Mund ausfüllend, belegend, ein klein bisschen ölig, aber nicht zu sehr, prickelt im Mund. Da ist diese Rauchnote dezent unten drunter, dann kommt diese Weinnote am Gaumen ein klein bisschen stärker. Das Eichenholz merke ich richtig, es prickelt auf der Zunge. Und hinten raus fängt dann der Rauch ein klein bisschen aschig an, anzuschwellen und hält sich immer noch den schönen aschigen, ja, verbranntes Stroh, Rauch mit drin, mit einer Spur Eiche, ein klein bisschen von dieser weinigen Note, ein klein bisschen was Bitteres, aber nicht zu stark. Jetzt so in der Zunge mit diesem Restgeschmack kommt es mir beinahe vor wie rote Johannisbeeren. Vielleicht sogar rote Stachelbeeren. Also er hat durchaus was Säuerliches, aber auch was würzig-beerig-Süßes. Prozent und der Alkohol ist perfekt eingebunden. Da brennt nichts, aber er gibt trotzdem die Aromen mit Kraft auf die Zunge. Es prickelt ein bisschen, es füllt den Mund aus. Im zweiten Schluck kommt jetzt eine leichte Zitrusnote mit durch. Ist aber nicht aufdringlich. Die ergänzt sich mit diesen Himbeeren, gibt ihm noch einen säuerlichen Touch. Jetzt bin ich wirklich auch auf deinem Gaumen schon bei roten Johannisbeeren bzw. roten Stachelbeeren. Also nicht die weißen, weil die sind noch saurer, sondern wirklich rote und dazu eine leicht weinige Note. Dieser wunderschöne Rauch. Und er hält sich einfach ewig lang im Gaumen. Und man kann jetzt drüber streiten. Über 100 Euro, auch bei Neupreis für einen 5-jährigen Whisky. Aber ganz ehrlich, wenn der 5-jährige Whisky so schmeckt, zahle ich das gern. Ob ich jetzt dann 150, 160 zahle. Weil da, sage ich mal, finanziere ich wirklich nur noch einen Spekulateur, der sich halt die Dinger auf Lager gelegt hat oder noch schlimmer, einen Shop, der sie zurückgehalten hat und dann auf Kosten von dem Kunden seinen Umsatz steigert, anstatt sie wirklich zum vernünftigen Preis nach dem Einkauf rauszugeben. Und da gibt es ein paar Online-Shops, die das machen. Und das macht mich dann irgendwie ein bisschen wütend. Wenn die merken, dass eine Flasche gehypt wird, wird kräftig nochmal an der Schraube gedreht, dann macht man kurz auf ausverkauft, führt ihn als Neuheit wieder ins Sortiment ein und schlägt gleich nochmal 30% drauf. Ja. Ich meine, ist legitim, jeder Mensch versucht irgendwo für sich seinen Umsatz zu machen, aber es ärgert dann, sage ich mal, den Fan. Zumal jetzt 7000 Flaschen ist jetzt nicht so stark limitiert, dass man es solche Spielchen treiben muss. Aber es passiert ja bei einem Standard Artback Grooves Abfüllung, wo es 27.000 gibt, auch. Ich sehe das bei manchen Shops jetzt auch wieder. Ich muss effektiv die Augen verdrehen bei sowas. Und ich möchte hier ganz klar die Destillerien außen vor halten, weil denen ihre Schuld ist es nicht. Die machen an diesen Zusatzgewinnen, die manch einer hier mit Bunkern und Aufschlagen verdient, nämlich keinen zusätzlichen Gewinn. Und wenn ich mich bei denen über irgendwas beschweren wollte, dann über den, ja, vorgegebenen Originalverkaufspreis. Und den finde ich hier durchaus dem Produkt angemessen. Ja, könnt ihr natürlich anderer Meinung sein, ist jetzt einfach mein Statement zu solchen Entwicklungen, weil ich das bei diesem hier erlebt habe. Ich habe das in ähnlicher Form auch bei Diensten damals bei dem PX erlebt
Und ja, sorry, da verdrehe ich die Augen. Wenn ich dann halt so eine Flasche am Anfang gleich kaufe, freue ich mich, wenn sie genial ist. Ich muss dann aber auch, sag ich mal, als Fan den Mut haben, so eine Flasche stehen zu lassen, wenn sie mir für den anderthalbfachen Preis angeboten wird. Weil das ist dann irgendwo, passt es dann nicht mehr. Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis vorher top, ist es dann halt scheiße. Und wie gesagt, den Hass dann gegen die Distillerie zu richten, finde ich den vollkommen falschen Weg. Ja, ich hoffe, trotz meinem kleinen Gemoser am Ende hat euch das Video gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.